Ja, hallo und willkommen zurück zum Highbike S-Duro Hardnine 1.5. Heute bin ich unterwegs auf einer etwas entspannteren Tour. Heute geht es nämlich in Richtung des Nahes Skywalks, einer kleinen Landmarke, die ungefähr 20 Kilometer von mir hier entfernt liegt, die wir uns anschauen wollen. Heute ein bisschen mehr Sightseeing als Trails, ein bisschen mehr Radwege als Matsch. Und ich nehme euch trotzdem gerne mit auf diese wahrscheinlich nicht ganz so anspruchsvolle Tour, aber anders als ihr es hier im Wald seht, haben wir brütende Hitze, durch die wir wahrscheinlich auch einige Zeit lang fahren werden. Mal schauen, wie das mit der Anstrengung so wird bei 28, 29 Grad. Und ja, ich bin gespannt auf die Runde, bin gespannt, ob es so entspannt wird, wie die Routenführung es so vorschlägt. Und kommt einfach mal mit. Genau, mal für 5 Meter weg vom Radweg und den ganzen Fußgängern, die hier unterwegs sind, kann ich vielleicht ein, zwei Worte zu unserer Route sagen. Auf dem Hinweg zum Nahe Skywalk, der glaube ich 7 Meter also aus dem Fels herausragt, werden wir eine Menge Radweg fahren und eine Menge befestigter Strecken. Auf dem Rückweg gibt es dann den einen oder zwei kurze Trails, um danach in den Weinbergen gemütlich wieder zurückzufahren. Also heute eher eine Sightseeing- und Genussrunde. Die Tour ist natürlich auch sehr ideal für die aktuellen Wetterbedingungen. Im Moment steht die Luft so ziemlich, es ist sehr schwül bei 28 Grad. Auch wenn es heute gewittert hat, müssen wir uns wahrscheinlich durch die ein oder andere sonnige Stelle durchkämpfen, auf der es vielleicht ein bisschen anstrengender wird. Aber mit dem E-Bike sollte das ja eigentlich kein Problem sein. Mit genügend Pausen und genügend Unterstützung von dem PWS E-Motor kommen wir auf den rund 42 Kilometern sicher gut vorwärts und haben auch Spaß dabei. Was mir für die Tour hier noch mal ein bisschen mehr Motivation gibt, ist die Tatsache, dass einer meiner Zuschauer im letzten Video tatsächlich geschrieben hat, dass anders als bei Handys, die Akkus der E-Bikes so gut programmiert sind bzw. von dem Battery Management System überwacht werden, dass man den Akku doch ohne Probleme komplett leer fahren kann. Anders als ich beim letzten Mal gesagt habe, wo ich ein bisschen Angst vor der Tiefenentladung unter 20% hatte, sind die Akkus bei E-Bikes tatsächlich so programmiert, dass man sie laut Display komplett leer fahren kann, ohne dass hier eine Tiefenentladung stattfindet. Bedeutet, wir fahren einfach bis der Akku leer ist durch, ohne uns Sorgen darum zu machen, dass das irgendwann die Zellen schädigen könnte. So, jetzt wo wir durch Meddersheim durch sind, fahren wir ein bisschen Radweg, so wie geplant, bis nach Merxheim. Das sind vielleicht ein paar Kilometer. Im Anschluss bin ich mir gerade gar nicht mehr ganz so sicher, wie rum ich die Route geplant habe, ob wir durch Merxheim durchfahren. Aber ich glaube, ich hatte die Umfahrung drin. Und wie anfangs erwähnt, beginnen wir hier unsere Umfahrung um Merxheim drumherum, wo wir nicht so einfach wie in Meddersheim noch einen Teil Radweg haben, sondern tatsächlich einfach auf einer mittelmäßig befahrenen Straße fahren müssten. Daher weichen wir jetzt auf ein bisschen Schotterpiste aus. Ja, die ersten 11 Kilometer hier waren
nicht sonderlich ereignisreich. Wir sind einfach ganz gemütlich an der Nahe entlang gefahren. Ich gehe mal davon aus, dass ich euch später einfach die ein oder andere Aufnahme reinschneiden werde. Sehr viel außer ja, ein bisschen weiten Blick hinten in die Weinberge wird es nicht geben. Aber dafür haben wir dann auch bald den Anstieg. Jetzt werden wir auf den nächsten Metern an Martinstein vorbeifahren, was ungefähr da vorne liegen wird. Wir werden noch mal für ein paar Meter, glaube ich, auf den Radweg kommen, um dann zu schauen, wie wir durch Hochstetten durchkommen, weil dort eine Umgehungsstraße gebaut wird und ich nicht ganz sicher bin, welche Wege dafür überall gesperrt sind. Aber ich hoffe einfach mal, wir kommen dran vorbei und klettern dann durch Hochstetten durch. Ein kleines Thema, was ich in diesem Video ansprechen möchte, ist so ein bisschen die Routenplanung für mich. Beim letzten Mal habe ich als Thema ja so ein bisschen die Reifen genommen, die mir bei dem Highbike hier das ein oder andere Problem gemacht haben. Und heute, wie gesagt, kurzer Diskussionsbedarf zum Thema Routenplanung. Ich erwische mich immer wieder dabei, ja, mit Komoot natürlich meine Routen zu planen. Ihr seht, mein Handy ist immer mit dabei, um den richtigen Weg zu finden. Aber bei der Routenplanung selbst kommt es mir immer so vor, als würde ich eine Menge potenzieller Routen verwerfen, weil sie einfach nicht, ja, spannend genug sind, interessant genug sind, nicht genügend Potenzial für ein Video haben unter Umständen. Ich erwische mich dabei, so ein bisschen, ja, auch für diesen YouTube-Kanal zu planen, was kann man zeigen, was kann man erleben, was interessiert die Leute. War auch bei dieser Route heute so ein bisschen so, weil wir eine Menge Radwege fahren, eine Menge im Flachen unterwegs sind, habe ich mir tatsächlich das ein oder andere Mal gedacht, ob man diese Route nicht verwirft und vielleicht einen anderen Weg nimmt in Richtung des Nahe Skywalk, weil es tatsächlich einfach fürs Video anders vielleicht spannender wäre, weil so ein Highbike Mountainbike hier auf dem Radweg zu sehen mit ja, mehr oder weniger guten Kommentaren durch mich vielleicht gar nicht so interessant für viele sein könnte. Wie sieht es bei euch aus? Fahrt ihr frei Schnauze? Und wenn ihr Routen plant, was sind so eure Aspekte? Bei mir ist es immer ganz wichtig, tatsächlich ein Ziel drin zu haben, sei es ein Trail oder ein Weg oder tatsächlich einen Punkt, den man anfährt. Ja, welche Kriterien wendet ihr dabei an? Was sucht ihr euch für Routen raus, nach welchen Gesichtspunkten? Das würde mich einfach mal interessieren, weil ich immer wieder in der Situation bin, wo ich denke, ah nee, der Weg ist doch eigentlich total langweilig. Aber wenn ich dann später auf dem Bike sitze, macht es dann wieder riesig Spaß. Ich habe, wenn ich es richtig sehe, unser Ziel tatsächlich schon vor Augen. Wir haben hier vorne Hochstetten. Da oben die Kirche, deren Name mir tatsächlich dummerweise entfallen ist. Wir werden auf jeden Fall nachher nochmal nachschauen. Man hat es nicht wirklich so einfach in einem Ort, in dem die Bundesstraße durchführt. Okay, jetzt geht's los mit Hi. Vielleicht habt ihr ja irgendwo noch eine Referenz, wie steil es hier hochgeht. Leider sieht man es nicht so wirklich, vielleicht das Auto, was da steht. Vielleicht zeigt das ja so ein bisschen, wie steil es hier ist. Die 70 Newtonmeter und 280% Unterstützung ziehen uns hier langsam aber sicher hoch. Ein ganz schön ordentlicher Anstieg, der sich aber auf jeden Fall lohnen wird. Da hinten haben wir, glaube ich, das Schloss Down
vielleicht auch mal irgendwann noch mal eine kleine Radtour wert. Heute geht es aber nach da hinten, wo ihr schon die Kirche seht, und dann nur einige Meter weiter auch den nahen Skywalk. Ja, ihr seht, was hier ausgeschildert ist, beziehungsweise nicht ausgeschildert, sondern von Komoot angezeigt worden ist, ist mal wieder völliger Blödsinn. Wir sind hier gerade durch einen Weg gefahren oder zum Teil haben wir geschoben, wo man eigentlich gar nicht lang kann mit dem Fahrrad so wirklich, außer man ist sich bereit, wie ich gerade, sich alle Dornen und Äste und Kram einzuschnappen, die man hier nur finden kann. Ja, hier sind wir jetzt oben auf dem nahen Skywalk nach der kurzen Abfahrt durch den Wald. Ich mache mal den einen oder anderen Schwenk mit der GoPro, aber hier sind eine Menge Leute, deshalb höre ich wahrscheinlich erstmal auf zu reden und zeige euch die Aussicht, auf die wir heute hingearbeitet haben. Ja, das hier ist die Kirche St. Johannesberg. Hier links von uns war der nahe Skywalk, bei dem wir gerade waren, wo sehr viel los war, wo ich nicht wirklich auf dem Video ordentlich reden konnte. Und das ist die Kirche, die wir tatsächlich unten von Hochstetten gesehen haben, wo ich jetzt auch gerne noch mal kurz hin wollte, weil wie gesagt, obwohl die touristischen Plätze hier ganz interessant sind, will ich die historischen Plätze ja bei meinen Radtouren auch nicht vernachlässigen. Ja, wir haben uns die beiden Ziele angeschaut, die wir heute sehen wollten. Den nahen Skywalk und die Kirche St. Johannesberg. Und jetzt wird es so langsam früher Abend. Das heißt, die Luft wird ein bisschen angenehmer. Das Licht ist nicht mehr ganz so gleißend. Und wir begeben uns auf den Rückweg, der ungefähr noch mal genauso lange ist, wie der Hinweg eben war. Ja, kleiner Abstecher weiter in den Wald. Auf der Route, die wir wahrscheinlich eben besser auch gefahren wären, wo wir uns nicht durch die Hecken hätten prügeln müssen. Und so kommen wir auch wieder zurück auf den Weg, auf den wir kommen wollten, ohne irgendwelche Schmerzen erleiden zu müssen.
Wir haben zwar noch nicht alle Steigungen für heute überwunden, es wird auf dem Rückweg nicht ganz so flach wie auf dem Hinweg und wir haben deshalb noch 70% Akku verbleibend, bei ungefähr der Hälfte der Strecke verbleibend. Bedeutet, wir liegen ganz gut im Akkuverbrauch, so wie ich mir es vorgestellt habe, können wir die restlichen Höhenmeter noch überwinden, ohne uns zu sehr zurückhalten zu müssen, was die Unterstützungsstufen angeht. So, und hier, wie gesagt, nochmal ein Bergab-Abschnitt in Richtung Simmertal mit der ein oder anderen Serpentine noch dazwischen. Also nochmal ein bisschen was, worauf man sich hier freuen kann. Nach einem wirklich ordentlichen Zickzack-Trail sind wir in Simmertal angekommen, fahren kurz durch den Ort durch und haben dann die Möglichkeit, direkt in Richtung der Weinberge zu fahren. Wir kommen da oben vom Berg runter. Haben eine richtig geniale Abfahrt gehabt. Schnell durch den Ort durch. Schnell hier hoch auf den Berg, wo wir in den Weinbergen dann gemütlich die letzten 15 Kilometer ungefähr fahren können. Ja, hier in den Weinbergen angekommen, haben wir die eine oder andere Möglichkeit für eine schöne Aussicht noch. Da hinten, vielleicht seht ihr es so ein bisschen rechts, haben wir wieder Merxheim, wo wir auf der Hinfahrt durchgefahren oder dran vorbeigefahren sind am Naheufer. Es ist schön angenehm von der Luft her. Abendsonne schaut wunderbar aus.
muss ich euch unbedingt mal zeigen, wie das aussieht. Ja, solche abendlichen Touren zu fahren, wird wahrscheinlich eine Sache sein, die ich in Zukunft häufiger machen werde. Noch im Sommer, wo man ein bisschen die Sonne abends genießen kann. Da ist das auf jeden Fall eine schöne Idee, solche Touren zu machen. Weil wenn man in die Mittagshitze reinfährt und morgens anfängt, ist es nicht so schön nach Hause zu kommen, wie wenn man in der Hitze anfängt und mit einer schönen Abendsonne belohnt wird und natürlich auch angenehmeren Temperaturen. Ja, nochmal schnell ein Blick in Richtung Monsingen. Wir sind hinten von der Höhe runtergekommen, schnell mal durch den Ort gebraust und sind jetzt wieder auf der Höhe, wo wir die letzten Meter Richtung Sobernheim, weit ist es ja nicht mehr, nochmal durch die Weinberge fahren und dann nochmal kurz auf den Weg durch die Stadt ausweichen, um den letzten Berg zu erklimmen. Aber vorher gibt es dann natürlich auch nochmal ein Fazit. Das da hinten ist der Blick in Richtung Meddersheim. Da sind wir auch durchgefahren heute mit dem Radweg entlang der Bäume bis rüber nach Merxheim. Ja, so langsam sind wir wieder auf einem Stück angelangt, wo uns die Wege begegnen, die wir schon auf der Hinfahrt gefahren sind. Ja, die letzten paar Meter, die ich jetzt hier noch schnell auf High abspulen werde, liegen vor mir. Und ja, das war auf jeden Fall eine ganz tolle Runde, die wir heute gedreht haben. Das Bike begeistert mich jedes Mal aufs Neue und macht einfach riesig viel Spaß. Die Reichweite war angemessen. Wir haben jetzt auf High noch 21 Kilometer. Wenn ich daheim ankomme, sind es vielleicht noch 10. Bei der Steigung, die wir jetzt noch haben. Und ich hoffe, ihr habt ein paar schöne Aussichten genießen können. Habt ein bisschen Spaß gehabt, meine Ausfahrt hier zu begleiten. Und ich hoffe, ich sehe euch bei der nächsten E-Bike-Tour wieder. Euer E-Bike-Amateur.